Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Pierre Marc und willkommen zu einem neuen Crate Opening. Das erste von zwei während dem Double Drop Wochenende, das jetzt vom 7. bis 11. stattfindet. Hier unten steht es auch noch. Ja, ich habe mir einige Kisten besorgt. So viele Spielerwahlkisten wollte ich eigentlich gar nicht haben. Also es sind trotzdem 160 geworden und deshalb habe ich mir gedacht, ich teile das einfach in zwei Videos auf, weil es sonst ein bisschen zu viel wird. Und ein paar Wildheitskisten, 30 davon mache ich heute auf und beim nächsten Opening dann wahrscheinlich wieder 30 oder vielleicht ein bisschen mehr sogar. Und 80 halt Spielerwahlkisten. Weil da eben auch noch gutes Zeug drin ist, habe ich mir gedacht, da hole ich mir auch noch ein bisschen was fürs Double Drop Wochenende. Und Keys habe ich genug, dann wird es anfangen kann. Und mal schauen, was wir so bekommen werden. Ich bin sehr gespannt. Es geht schon mal mit nicht lackierten Sachen los. Okay, okay, okay. Naja, aber Chakram, das war ja eh nichts, oder? Das hat dann, dass ich wirklich scharf rein lackiert. Ja, Main auch nicht, genau. Passt schon, nein, danke. Lackiert, nein, danke, also das brauche ich nicht. Erst dann bei den höherrangigen Items, zum Beispiel hier natürlich Hitzbuch. Okay, das ist gar nicht so lackiert. Na gut, und für zählt natürlich, Double Drop zählt für die Items, die ihr beim Level Up bekommt. Also ganz normale zum Beispiel. Auch nichts lackiert bis jetzt. Was kann lackiert sein? So irgendwie Hüte, Piratenhut zum Beispiel. Kann lackiert sein oder Heiligenschein oder Wildkatzenohren, sowas halt. Da habt ihr eine höhere Chance drauf, dass das lackiert ist. Eben aus Kisten, Items, wie wir bis jetzt noch nicht wirklich gesehen haben. Die Qualität auch nicht. Gut, das kann nicht lackiert sein, gut. Und Trade-Ups zählen auch. Die machen wir dann zum Schluss auch noch. Also am Ende jedes Videos gleich direkt als erste gute Item und direkt lackiert. Pink wollte ich nicht unbedingt haben, aber na gut. Mal schauen, wie wir das, was ich damit anstellen werde. Gra, okay, naja. Hätte ruhig weiß sein können, aber das passt halbwegs dazu. Silber und weiß, Silber und Gold und so. Also bei dem Auto sieht man auf jeden Fall alle Items und so. Da habe ich schon drauf geachtet. Okay, jetzt geht's anscheinend los. Cool, cool. Perfekt. Und das ist auch die 10. Kiste. Der Jäger war ganz gut. Aber die Reifen passen auch dazu. Der Jäger war super. Alles andere. Von allem anderen bin ich ziemlich enttäuscht. Das ist auch irgendwie grau oder was. Keine Ahnung. Cool, passt. Na dann, solange es lackiert ist, bin ich eigentlich zufrieden. Ich will ein paar lackierte Items haben. Deshalb mache ich das hier. Gebrannte Sienna, ja, okay. Grau und gebrannte Sienna haben wir besetzt. Und Pink, ja, das sind die besten Farben auf jeden Fall. Das ist irgendeine gescheite Farbe. Orange, Infinium oder gebrannte Sienna. Kann auch sein. Leuchten die leuchten gar nicht so stark. Kann man direkt nachschauen. Ich schaue direkt immer nach. Weil so oft bekommen wir keine guten Items, glaube ich. So, Infiniums. Ja, gebrannten Sinn. Na klar, Taktiker dafür. Also das ist natürlich, das wertet jetzt nochmal richtig auf. Und dann habe ich dreimal Himmelblau. Deshalb will ich da auch schauen. Achso, ich bin ja schon direkt da dran. Gut. Da will ich auch eigentlich schauen, dass ich vielleicht ein paar mehr Farben bekomme. Ach ja. Da habe ich schon das Glück, dass ich ein lackiertes Exotisches bekomme. Das ist das Infinium. Gebrannte Sienna. Ne? Schlechtes Verrat, was drinnen sind. Und die schlechteste Farbe. Aber das wäre eine halbwegs gute Zertifizierung. Was aber dann eigentlich nichts mehr bringt. Das ist gelb lackiert gleich. Ja, da habe ich mein Glück für das ganze Opening eigentlich schon verbraucht wahrscheinlich. Super. Das freut mich. Mal schauen, aber vielleicht durch die ganzen Trade-Ups und so, dann wird vielleicht auch noch was Gutes dabei sein. Rot. Obwohl ich erst einen Import und ein exotisches habe, glaube ich. Jetzt nicht so viel mit Trade-Ups. Die sind lindgrün. Yeah. Ich weiß nicht, was ich dafür Farben habe, aber auf jeden Fall noch nicht sehr viele, glaube ich. Den Chakram sowieso am wenigsten aus der Kiste. Gelben
habe ich schon ziemlich viele jetzt eigentlich mittlerweile. Ja, mein. Ups, ja. Was im Hals habe ich auch schon. Auf jeden Fall. Kann man schauen. Was ist das? Normales einsames Wolf. Einsames Wolf. Jo. Sehr, schaut mal da drüben. Da ist ein einsames Wolf. Schauen wir es aus. Ja. Gerade ein bisschen dunkler. Nehme ich einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich die schon im Wert hatte. Egal, glaub nicht. Ja, mein, sind wir's. Bin ich vollends zufrieden. Sogar fast besser als. Rote Games, nice. Die zwei Reifen sind wahrscheinlich sogar mehr wert als die Infiniums in gebrannten Sinne. Okay, aber es ist schon halbwegs orange aus. Also man merkt eigentlich nicht, dass sie da sind. Das finde ich schon mal ein Argument, das für die spricht. Ja, ist das auch gewandt, das Jena? Kann ganz gut sein. Was sollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Die gewandten Sierna-Zombas. Denen hätte man schon angesehen, dass sie gewandte Sierna sind, aber. Ich kann auch ein zweites Import-Item bekommen, das ist gar kein Problem. Also eigentlich habe ich da schon geplant, dass ich da mehr davon bekomme. 30 Kisten haben wir gleich. Das ist ziemlich traurig. Ich habe da eigentlich schon mehr erwartet. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich weniger Import und exotisch, na gut, exotisch nicht, aber ziemlich wenige Import-Items bekomme. Ist auch das weniger Import-Items Wochenende gerade, oder habe ich da was verpasst? 30 Kisten, das nennt sich gut, ein pinker Jäger und gebranntes Sienna Infiniums. Cool. Schaut nicht so ruhig aus bis jetzt. Das geht blatt mit schlechten. Naja, gut, das wird jetzt halt nochmal halbwegs auf. Könnte ein Key-Wert sein. Ich weiß gerade gar nicht, ob die. Ob außer weiß, irgendwas wert ist. Irgendwas etwas wert ist. Na also, es geht ja weiter. Die passen zu meinem pinken Jäger. Cool. Bis jetzt nur pink, grau und. Gebrannte Sienna. Super. So kann es weitergehen und viele Items, die kann ich gleich jetzt sein können. Ich hoffe, ich spare mal das Clip gerade auf für die neuen Kisten. Das zweite Import-Item in dem Opening und das ist ein pinker Twins. Yes. Okay, alle anderen Farben sind aus dem Spiel gestrichen worden. Das aussieht cool, cool. Okay, das ist vielleicht was, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, dann haben wir auch fast die Hälfte von den Spielerkisten. Das ist ziemlich schlecht. Mann, Mann, Mann. Naja. Gut, dass ich mir die alle gesagt habe, oder? Brannte Sienna. Okay, nein, ich schau da gar nicht genau hin. Naja, das lohnt sich dann noch alles. Das dritte Import und es ist normaler Jäger. Cool. Das ist natürlich noch ein Tick schlechter als Pink, aber nicht unviel. Das lohnt sich dann aber alles, wenn ich dann meine weißen Zombies bekomme. Vielleicht Spielerkiste. Müsste man da irgendwie die Arme greifen ein bisschen. Ja. Nochmal Permanent. Okay. So. Rot lackierter Großrechner. Yes! Okay, passt. Cool. Hat sich ausgezahlt, also Mainframe. Cool. Ja, passt. Na, endlich was Cooles. Ich schon dachte, okay, da wird jetzt nur Schlechtes drin sein. Großrechner, das ist auf jeden Fall rot. Ja, perfekt. Coole Farbe. Endlich mal. Oh Mann, bei meinem Glück hätte ich gebrannte Sinne erwartet, aber. Puh, weiter geht's. Oh Mann, ja, das habe ich nicht erwartet, dass da irgendwie. Das ist Kobalt. Ich glaube, das äußere Ziel oder das große Ding da am Anfang. Ja, könnte Kobalt sein. Das schaue ich mir jetzt nicht direkt an. Das sehen wir nachher, wenn ich diese Trade-Ups mache. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich. Gliederne Yarmains. Dass da ein Schwarzmarkt-Item kommt aus irgendeiner Kiste von den.
Schon ziemlich lang her, dass wir den Schwarzmarktkarten bekommen haben, also eigentlich war es ja überfällig und dann lackiert direkt ein Painted-Wochenende. Ja, super. Kann ruhig noch eins dabei sein, vielleicht sogar in der neuen Kiste. Das ist natürlich die überlassen Spiel. Was gibt's denn Gutes in der neuen Kiste? Ja, Intrudium, was aber nicht lackiert sein kann. Und Hextide, das hätte ich schon gern. Ein weiß lackiert, das wäre natürlich gar nicht schlecht. Oder irgendwas da weiß lackiert. Nein. Nein, naja. Normale Dracos. Ja. Wollte mir schon beschweren, aber ja, nach dem Schwarzmarkt hat er lackiert. Ist halt. Ja. Soll ich lieber die Klappe halten? Vielleicht kriege ich überhaupt nichts mehr, so wie jetzt. Also großteils Schrott. Und dann ein großer Rechner. So viele exotische. Pink, Katzamba. Da, ein Pink. Ja, 30 Kisten noch. Ich räuspere mich zu diesem tollen Atem. Klar, na gut. Ja, okay. Naja. Pinker Zombies habe ich eh noch nicht. Ich habe es gebraucht, das hier, ne, aus irgendeinem anderen Great Opening. Also gut, von mir aus, die passen dann auch gut zu einem Ding. Zu allem werden super. Was, so viele? Schade! Ah, so viele exotischen. Ah, so wenig lackiert. Schade, schade. Das sind sehr viele. Ich sag die ganze Zeit, ja, ziemlich viel überwiegt. Na, seltene Sachen. Dabei hat exotisch eine 4% Chance zu droppen und ich habe jetzt schon 4, obwohl ich noch nicht mal 60 Kisten geöffnet habe. Genau, ja. Blödsinn erzählen. Also eigentlich ist die Quote schon längst erfüllt, aber wenn ich noch ein exotisches Item dabei ist, habe ich nichts dagegen. Naja, verfällt zumindest nicht. Ein paar mehr exotische lackiert. Das wäre schon cool. Was habe ich im Import, was ich eintauschen kann, das ist jetzt eigentlich hin oder einen Jäger. Oje, oje. Ich hoffe, da habe ich noch was im Petto. Wie man so schön sagt. Ja, ein normaler Zwinsatz mal eintauschen. Cool, danke schön. Nehme ich doch auch gern. Und da haben wir nur noch 20 Kisten. Alle Jäger zum Eintauschen, ne? Ich wollte ein paar Items zum Eintauschen. Das wird natürlich auch gleich gesagt, lackierte Attacken geben, ist auch kein Problem. Wir brauchen das hier, na, weiter geht's mit den tollen Farben. Castaway spielt's da jetzt gerade. Das hört man überhaupt nicht. Weiße Chakrams, cool. Ja, es sind doch viele gute Items dabei, ich brauche mich gar nicht zu beklagen. Ich will so gern, ich darf es immer sehen. Dreimal hintereinander und dann kommt wieder was Gutes. Also einfach konzentrieren. Ja, sage ich ja, dreimal hintereinander. Zweimal haben wir schon. Schaffen wir die drei? Habe ich vielleicht doch recht gehabt? Nein, schade. Ich meine, zum Glück, aber ist eher nicht zertifiziert oder lackiert, also ist eigentlich egal. Da kommen mal wieder coole alle gegen. Okay. Das ist doch schon. Das ist doch schon mal was. Ja, roter Großrechner eigentlich das einzig. Das einzige. Na, worüber man reden. Das ist was. War das andere auch so? Ich habe keine Ahnung. Das ist schon was, glaube ich. Was erwähnenswert ist, genau, sag ich. Ja, was gibt's da für ein Wort? Habe ich mir doch gedacht eigentlich. Ich muss doch ein Wort dafür geben. Was gibt es? Erwähnenswert. So. Jo, naja, die pinken Zombies sind so auf Platz 2 und dann die gewandten 10 Infiniums. Dann kommen eigentlich schon die Draco-Raffen, viel mehr. Jo, 10 Kisten noch von denen hier und dann wechseln wir zu den neuen Kisten. Mal schauen, ob ich da vielleicht. Das ist auch rot, okay. Aber ich glaube, vielleicht auch einen Black Market bekommen kann.
Ja, ich erfülle meine Quote von seltenen Items auf jeden Fall schon hier in der Spielwaldkiste. Gold, Rot, Gold. Natürlich kommt da Blau zum Schluss, ganz klar. Ach, Mann. Diese neue Animation hier. Das war jetzt nicht genauso wie das Rad, was einem sagt, dass man knapp an einem guten Atem vorbeikommen ist. Theoretisch, also wenn man so das schaut natürlich, das ist alles nur was. Ich bekomme so tolle weiße Sachen, aber die Dracos, Zombas, Infiniums sind alle normal oder keine gute Farbe. Naja. Jo, ja, das ist natürlich gut zum Aufwerten. Kein Problem. Wir kommen auch gleich zum Aufwerten. Oder soll ich dann schon aufwerten? Folgt die Brand Sienna. Das ist ja unglaublich. Es gibt keine mehr. Es gibt. Ich kriege weiße Sachen, aber ich falsche. Oder vielleicht hier. Normaler Komet. Ja, das sage ich ja. Die falschen Sachen sind weiß lackiert. Die richtigen Sachen sind. Nochmal. Play. Nein, ich mache jetzt noch ein paar Kisten auf. Das war es mit der Spielwaldkiste. Nein, ich mache jetzt die auch noch auf und dann tun wir zuerst die Spielwaldkiste Items tauschen und dann die hier. Und da schneide ich die Suche dann weg, damit wir nur wirklich die Trade-Ups sehen. Javin, sind die weiß? Ich glaube, die gibt es die irgendwie nicht in Grau. Gibt es die in Grau? Ich glaube, die gibt es doch in Grau. Javin, das würde ich mal gerne anschauen, aber erst nachher. So, wir müssen auf 42 habe ich gestartet, also bei 12 hören wir auf. Die restlichen hebe ich mir dann noch auf für das nächste Opening, das auch noch kommen wird. Nun, der restlichen Kisten natürlich auch noch loswerden, aber das Video ist jetzt schon bei, bei 17 Minuten. Lackiert in Kobalt, wie es aussieht. Dieses Rumgeblinke, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Naja, gut. Das kann ich ja später entscheiden. Jetzt aber weiter Kisten aufmachen. Wir steigern uns. Hasig, sind die orange oder auch gebrannt? Das sehen wir. Die leuchten nicht. Also normal leuchten doch orange. Werden wir dann sehen. Leider nicht Spezialedition, aber. Freisturm. Also mit dieser, mit dem Dings, mit dem geradlinig und dann noch einer da. Ich glaube, das ist einer da ist, ja. Schaut das alles ganz cool aus eigentlich. So. Ah, so viele normale Items will ich nicht. Ja, genau, das habe ich gerade bekommen. Das will ich eigentlich nicht nochmal. So. Ah ja, wir sind schon wieder auf sehr selten zumindest. Das ist Lindgrün, bin mir ziemlich sicher. Okay, die leuchten eigentlich auch nicht so wirklich. Hm, mal schauen. Vielleicht liegt es einfach nur an den Javins. Und den Azik, dass die nicht leuchten. Ja, komm hier. Himmelblau oder Kobalt? Nein, Kobaltblau. Das ist irgendwie nicht Himmelblau Farbe. Alter, was für eine Zertifizierung! Schildkröte, schade. Und Kobaltblau, schade. Aber trotzdem. Naja, okay, lockierte Hexagonwelle. Da können wir sie ins Rüberbringen. Genau, perfekt. Wow, und das in der 10. Kiste? Nein, in der 8. Kiste. Wow, super! Es hat sich gelohnt. Cool, cool. Gerade weniger Säuerfall. Wenn ich das im nächsten Greater Mining auch noch hinbekommen würde, das wäre super. Aber du musst mal auf Exzeit landen und dann noch das Glück haben, das lackiert ist. Wie ihr gesehen habt, bei den Dracos war es ja auch. Da hatten wir Glück, dass wir eine exotische Daten bekommen haben, aber. Das passt da hier urgut dazu, das ist gerade mal super. Naja, jedenfalls. Ja, muss man das Glück haben, dass du drauf landest und dann noch legiert. Urcool. From Here, Hattrick. From Here ist das Lied. Das hört ihr bei mir im Hintergrund. Ganz leise. Ich glaube, ich habe die Musik runterdreht. Dass ich mit meinen Freunden labern kann, wenn ich in der Lobby sind zum Beispiel. Spielst die Musik natürlich eh aus. Da können auch coole Sachen drin sein, zum Beispiel ein grauer Distro. Grau sieht ziemlich grau aus.
Autos, DDD, Diesto, ja, aber was sogar krass. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Warum gehe ich da mal zurück? Das hat sich krass gelohnt. Das ist auch ein cool. Perfekt. Das freut mich. Das erwarte ich auch von einem Double Painted Drop Wochenende. So. Das Lindgrün. Cool. Was ist der Stro noch? Distro, Distro. Weiß ich nicht. Dann normaler Glitch dafür zum Antauschen. Cool. Ja, Infodatums. Ich hoffe, das mangelt mir nicht an Infodatums, dass ich zumindest einen Trader machen kann. Hattrick. Also das, ich will ja auch nicht die. Wenn ich einen Atem dreimal habe, dann will ich das auch nicht unbedingt weggeben. Warum habe ich gerade gedacht, dass da irgendwie lackierter Octane ist? Der war irgendwie lila da kurz. Oder wenn man nur einbildet. Naja, also wahrscheinlich von dem lila Leuchten vom Atem. Das kann natürlich sein. Ich würde gern mehr lila und Leuchten sehen, aber dunkellila wäre nochmal schlecht. Nicht schlecht, nein. So, bis 12 können wir noch abmachen. Bedeutet 10 Kisten noch. Mal schauen, ob da noch etwas Cooles drin ist. Lackierte exotische Reifen zum Beispiel könnten da mal schauen, die La. Okay. Da nehmen wir gleich die Hoffnung. Sonneneruption habe ich gerade geschaut. Oder vor kurzem war nicht mehr viel wert. Also darüber freue ich mich jetzt mal nicht so stark, aber okay. Oh je, ich hoffe, wir versauen wir nicht mehr Glück im nächsten Opening. Naja, aber wäre ja auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt da super Items bekomme. Die schauen auch normal so aus. Das ist orange, nehme ich mal an. Den normalen schauen. Oh, die sind komplett gelb. Okay, ups, da habe ich mir wohl auf der Hand. So, die sind ganz unten. Naja. So, das war orange. Naja, merkt man jetzt nicht viel Unterschied, denke ich. Aber ich gehe schon wieder drauf aus. Ich gehe jedes Mal raus. Meine Items anschauen. Wenn ich meine Items anschaue. Das ist Windstoß zertifiziert. Der kann natürlich weg. Das ist gar kein Problem. Zertifizierungen brauche ich nicht so unbedingt. So wie. Hätte natürlich auch Special Edition sein können. Viele Imports sind jetzt dabei. Wieder ein normaler Glitch. Okay, jetzt habe ich ziemlich viele Dinger zum Eintauschen. So viele normale Glitches brauche ich nicht in meinem Spiel. Gelb. Das, ja, das ist Lindgrün, aber viel grüner. Und hier. Noch irgendwas Cooles. Ich glaube, ich habe noch zwei Adams. Das ist der New War, das haben wir halt noch gar nicht bekommen. Ja. Zwei Kisten noch. Da muss ich mir wieder noch ein paar Kisten besorgen für das nächste Opening. Ich weiß nicht, wo die immer hinkommen. Das ist mal ein Rätsel. Wie ich jetzt gerade 120 Kisten verloren habe. 110, meine ich. So, letzte Kiste. Da haben wir nichts Gutes drin, aber Lindgrün wieder. Wenn ich mir das aufhebe, denke ich mir, so Lindgrün, das hebe ich mir irgendwie auch nicht auf. Schwarz-Weiß und ja, grau eigentlich ist auch unnötig. Jo, leider nicht so tolles, da der Weiß. Okay, der Weiße Distro. Entschuldigung, nichts so tolles. Ups, was habe ich da jetzt gesagt gerade eigentlich? Ich habe sogar mal lackiert. So wie lackiert. Sonneneruption, Glitch, nein, Distro, Weiß lackiert. Das ist auf jeden Fall einiges Gutes dabei gewesen. So, dann suche ich jetzt nach Import-Items, Spielerwahlkisten-Items und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich sie zusammen habe. Was ist da drin? Perlmutt-Matt, genau, ja. Perlmutt-Matt, wir haben 14 Perlmutt-Matts gerade bekommen, oder wie viele habe ich gehabt? Wahrscheinlich eh nicht so viele. Na, ich habe ziemlich viele bekommen, also, ja, das sind jetzt nur sehr seltene Items, also erwarte ich da nicht so tolle Sachen, aber bessere als das eigentlich schon. So, gleich nochmal 5 hinterher. Lilane Gaiden. Okay, dann nehme ich mir hiervon noch. Ich kann eigentlich 4 weggeben. Aber gut, so wie ich bin, ich will mal von jedem ein paar Items aufheben. Von jedem eines, also, naja. Leider habe ich so einen Dings, aber dafür ist mein Inventar auch ziemlich gut. Muss ich schon sagen. So. Normale Reaper, okay, das hat schon wieder weggelöscht. Wir waren aber bei Dragon Lord. Okay, da muss ich eigentlich gar nicht so lange suchen. Das passt. Schildkröte gleich und dann das Jongleur. Jo,
Das bleibt der gespeichert, normal. Naja, der Wald schaut es noch nicht so aus. Das ist die Champions 2, das sollte man. Stimme. Ja, dann behalte ich mal eine Stimme auf jeden Fall. So, einsamer Wolf haben wir auch noch ein paar. Dann bleiben wir bei dem gleich. Ich hoffe, das bleibt markiert. Wahrscheinlich nicht. Normale Cadence. Nein, das ist nicht so gut. Einmal Overdrive. Ja, ist nicht. Schiebe ich auch mal dazwischen hier. Overdrive. Was kriegen wir da Schönes? Geschwindigkeit. Ja, das dachte ich mir schon. Da kann er nicht viel lockiert sein in der Kiste. So. Habe ich da auch irgendwas Zertifiziertes? Was ist das jetzt? Spielerwald. Was ist der? Achso, ja, ich habe noch einen Wolf drinnen. Ich weiß es nicht. Ich kann es weggeben, aber ich will es irgendwie dafür verwenden. Na, das, ich habe eine ziemlich. Ich habe ziemlich blöde Gewohnheiten, die will ich jetzt hier auch nicht erklären. Das wird euch nur viel mehr noch. Oh, ja, genau. Sternenglanz. Da haben wir nichts Zertifiziertes einfach. Okay, egal. Ja, man, ganz normal. Das gibt's nicht. Wo war ich jetzt gerade? Jetzt habe ich es mal komplett. Bei Sternenglanz waren wir. Da haben wir noch ein Dominus Witzebuch dabei und einen Trade-Up können wir danach noch machen. Also davon gibt es auf jeden Fall viele. Normale Chakrams, das ist unglaublich. Witzebuch, da suchen wir uns jetzt gleich aus. Nehmen hier gleich 4 und geben das blöde Sieger da weg. Sieger, wo war's denn? Das ist ja die Spielerwahl. Hatte ich da nicht einen Sieger? Doch, da ist er. Das ist schwer zu sehen hier bei dem der Rahmen hier. Okay, ja, und das war der letzte Trade-Up für sehr selten. Oh, der Reaper, na endlich mal, was da geht das da. Aber das hätte man jetzt doch für die Dings aufsparen können. Das macht aber gar nichts. Wir gehen hier direkt auf 4 von den Reaper und Vorbild kann auch weg. Und danach nehmen wir Gaiden. Genau, okay. Laketa Comet, cool. Welche Farbe sind wir nachher? Wenn ich noch im Kopf habe, welche ich schon hatte. So. Schleuniger-Serie. Ich glaube, es hackt. So, 4 und ich kann eingebaute Sirena weggehen, denke ich mal. Und dann kommt Chakram. Habe ich da noch überhaupt irgendwas? Achso, da war unten die Hermanns. Okay, Chakram und die Hermanns. Nachher noch. Da geht der Jäger. Ich habe halt vorhin so noch an. Upsi. Das ist natürlich doof. Jo, ja, Chakram. Davon haben wir hier 3. Und dann haben wir sicher noch ein paar Yarmains, Sakobat und die würde ich eigentlich auch gerne weggeben, aber ich behalte es mal weiter noch. So, das war's erstmal damit. Jo. Letztes Import Items, okay, von Import Item, von denen waren alle lackiert besetzt. Schauen wir mal. Twinser, der war jetzt. Ich kann es mal beim besten Willen nicht. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, welcher. Den zweiten Pink habe ich ja vorher schon gekriegt. Nö, ich kann es mir echt nicht ausmachen gerade. Gut, dann nehmen wir den Jongleur. Dann nehmen wir. Stimme, bla bla bla. So, 2 Kometen. Da können wir doch nur einen Trader machen. Mal Dingens. Jäger war auch lackiert. In eins von den 2, glaube ich. In Blau wahrscheinlich. Ja, ja, wir brauchen noch einen Item. Was nehmen wir denn da Schönes? Normale Jäger, ja, dann würde ich eh. Fantasiana Komet, den werde ich mal wahrscheinlich 100 pro nie nehmen, also hoffen wir hier auf coole Westzombas, ich sag's ja nur, oder Kobalt Dracos, auch nicht schlecht, schau ich mal kurz an, so, da hatte ich auch nur Himmelblau, die hat man so irgendwann gekauft von irgendwem, Schwarz hatte ich da und jetzt Kobalt, schauen auch nicht schlecht aus. Na, schau nicht schlecht aus. Gut, dann suche ich mal ein paar Items von der Ferocity Crate zusammen. So, Taniwa haben wir ein paar. Da gebe ich das linke Grün auch direkt weg. Das sagt mir nichts dazu. Also, weg damit. Geradlinig, das kann gar nicht schlecht sein. Super. Dann schauen wir gleich nochmal. Nein, nicht geradlinig. Patrick, das habe ich mir gemerkt, dass das gibt. So, jetzt habe ich da schon ein bisschen aufgeräumt. Zweimal Lindgrün brauche ich sowieso nicht. Soll ich mal eins behalten? Ich mag das zertifizierte Zeug nicht.
Das Mülltal ist nur zu einfach. So, und dann noch. Oh, da haben wir noch genug. Winch. Das machen wir als nächstes einfach. Dumbling Blocks, leider nicht lackiert. Naja, habe ich es zumindest einmal in normal. Hier noch nicht. Ja, das hast du natürlich vergessen. Ganz klar. The Form, die anderen behalten wir uns. Dann nehmen wir noch drei von denen. Ich muss eins weg. Einer von den zwei muss ich noch weggeben. Oder einfach den Banner oder irgendwas, was ich nicht verwende. Shavin lackiert. Gelb oder Lindgrün. Ich glaube eher gelb. Das sah gelb aus. Und Feuersturm. Und dann gehen wir eins von den Lackierten da weg. Was werde ich weniger verwenden? Eher wahrscheinlich Pink. Ja. Okay. Dann noch pinke Javins. Nein, die schauen normal so aus. Ups, identifiziert. Huch. Okay, ja, voll, die schauen da so aus. Jetzt dachte ich, ja, ich dachte kurz, dass wir etwas Pinkes hergeben. Jetzt, wo ich sage, das verwende ich eh nie und dann bekommen wir was Pinkes. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht mal in Pink. Die waren weiß vorher. Cool. Lindgrün und gelb. Jo. Okay, cool. So, die normalen behalte ich mal. Dann haben wir noch nicht mehr so viel. Nein. Dann haben wir ja noch du. Die eins will ich mal behalten. Was gebe ich weg? Ah, ich hasse es. Ich entscheiden, was ich weggebe. Die Reifen will ich mal schon in allen Farben behalten eigentlich. Nur so Aufkleber. Rot-blau. Sagt man sowieso nicht dazu, also weg damit. Für einen lackierten Glitch mache ich alles. So, dieser Glitch ist direkt lila. Okay. Dreimal. Schaut traurig aus. Ich glaube, das war's. Sorry, dass ihr so lange warten musstet, aber ich habe nichts Gescheites mehr. Tja, leider muss ich euch enttäuschen. Ich habe leider nicht mehr genug Items für den Trader, aber dafür sehen wir vielleicht im nächsten Opening sogar zwei. Jo, das am Montag kommt übrigens, kurz bevor das Drop-Drop-Wochenende aus ist, damit ich euch nochmal erinnern kann, dass es gleich aus ist. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Opening wieder. Wenn ihr Kisten jetzt zum Aufmachen habt oder welche aufmachen wollt, jetzt ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, wie ihr gesehen habt. Ein paar Sachen waren coole Sachen dabei und die Trade-Ups könnt ihr auch machen, weil ich sehe, wie ich die auf die Imports abgetradet habe, war alles lackiert. Die Cobalt Dracos waren lackiert. Logischerweise. Ja, also wenn ihr noch was habt, dann auf jeden Fall jetzt machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Great Opening wieder. Jetzt muss ich aber leider weggehen, um das Dringendste zu erledigen. Also tschüssi!